Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. In dieser Aussage steckt viel Wahrheit. Auch bei Immobilien, die du entweder zum Verkauf anbietest oder selbst kaufen möchtest. Bestimmt hast du auch schon Wohnungen besichtigt, aus denen du am liebsten schnell wieder rausgelaufen wärst. In diesem Video berichten wir, eine Kollegin, ein Geschäftspartner und ich, wie wir nach der Besichtigung einer solchen Chaoswohnung reagiert haben und ob wir gekauft haben oder nicht. Da sind garantiert Anregungen für dich dabei, die dir bei deinen Besichtigungen helfen. Und deshalb bleib dran, gleich nach dem Intro hier geht's los. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zum heutigen Video, das wir am 30.01.2022 hochladen. Der erste Monat des neuen Jahres, Januar, ist also schon wieder fast vorbei. Und so ab Mitte des Monats hat man gemerkt, dass so langsam wieder Aktivität in den Immobilienmarkt kommt, dass die Marktteilnehmer langsam wieder da sind und so ihre Aktivitäten beginnen. Und das führt uns auch zum heutigen Thema, nämlich Besichtigungen. Als Immobilieninvestor besichtigst du von Zeit zu Zeit oder regelmäßig Wohnungen, wenn Objekte anhand von Daten und Zahlen grundsätzlich in Frage kommen. Wie du eine grobe Vorabprüfung anhand der Unterlagen vornehmen kannst und dabei Zeit und Geld sparst, darüber haben wir in unserem Video »So findest du das perfekte Objekt« Objektsuche und Objektprüfung für Profis gesprochen, das wir hier und auch am Ende nochmal verlinken im Abspann. Wir hier bei der AMS Firmengruppe besichtigen auch sehr, sehr häufig, sowohl für unsere eigenen Ankäufe, privat und für die Firma, als auch im Verkaufsfall mit Kaufinteressenten. Und dabei haben wir auch schon alle möglichen Extreme und Szenarien erlebt, wie wahrscheinlich jeder Immobilienkäufer. Von perfekt aufgeräumt und gestylt, sodass es aussah wie in einem Magazin, wie schöner Wohnen, bis hin zu Wohnungen, in denen in den letzten 10 Jahren nicht gründlich gereinigt oder aufgeräumt wurde. Heute soll es nicht um Extremfälle gehen, zum Beispiel Messi-Wohnungen oder ähnliches, die wir allerdings äußerst selten haben und die wir dann auch erst verkaufen, wenn wir die Situation geklärt und bereinigt haben. Auch wenn wir diesbezüglich aus 20 Jahren so einige Geschichten erzählen könnten. In einem Extremfall zum Beispiel haben wir mal eine Wohnung besucht, in der der Mieter Angst hatte, Gas würde aus den Wänden und Badobjekten ausströmen und sämtliche Wände, ich betone wirklich sämtliche, von innen mit Folie fest eingekleidet hatte. Fenster oder Balkontür zu öffnen, das ging natürlich nicht mehr. Oder eine kleine Wohnung, in der etliche Kaninchen einfach 2 Zimmer für sich komplett nutzen durften, mit allem Drum und Dran, was ich hier nicht näher beschreiben will. Aber um solche Fälle soll es, wie gesagt, heute nicht gehen, sondern um Wohnungen, die bei der Innenbesichtigung einen schlechten Eindruck machen. Sofort, wenn die Tür aufgeht, fühlt man sich unwohl und möchte am liebsten auch gleich wieder kehrt machen und gehen. Kennst du das? Manchmal liegt es schon am Geruch, der einem entgegenströmt. Da haben wir ja seit etlichen Monaten mit den Masken einen gewissen Schutz. Oder die Wohnung wirkt unaufgeräumt, es liegt Wäsche herum. Oft ist es dann auch noch ungepflegt, Staub wirbelt in der Luft. In den Ecken ist der Dreck zu sehen, das Bad ist ungepflegt und so weiter. Oft sind diese Wohnungen auch relativ düster, weil alles vollgestellt ist. Frische Farben fehlen oder die Fenster sind recht dreckig. Die Möbel und Einrichtungen sind bunt zusammengewürfelt. Manchmal sind die Räume richtig vollgestellt. Und gerade dunkle, wuchtige Holzmöbel machen das Szenario noch düsterer. Nackte Glühbirnen hängen von den Decken. Ihr könnt euch das vorstellen oder ihr kennt das sicherlich auch. Ich will das hier jetzt nicht weiter ausmalen. Die Frage ist, wie kann man reagieren? Wie kannst du als Investor reagieren? Denn oft ist die erste Reaktion, gerade wenn du noch keine 20 Jahre Erfahrung hast, das war es. Die Wohnung kaufe ich auf keinen Fall. Bekannte, Freunde, selbst manche Banken oder Berater bestärken einen in der Meinung, dass man nur Wohnungen kaufen solle, die einem selbst gefallen und in die man selbst einziehen würde. Wenn du unseren Kanal hier verfolgst, dann bist du über dieses Stadium wahrscheinlich schon hinweg. Und trotzdem behaupte ich, kann sich keiner dieser Emotion des ersten Eindrucks entziehen. Manchmal sind es auch die eigenen Lebenspartner, die man zur Besichtigung mitnimmt und die einem dann aufgrund des ersten Eindrucks dringend abraten, diese Wohnung zu kaufen oder das Objekt. Es gibt auch die gegenteilige Empfehlung von namenhaften und durchaus kompetenten Coaches und Beratern, die das Gegenteil empfehlen, nämlich nur hässliche Wohnungen kaufen. So wie Gerald Hörhahn, der bekannte Investmentpunk, der immer von kleinen, hässlichen Löchern spricht, die man kaufen soll. Das ist aus meiner Sicht allerdings auch nicht für jeden die richtige Strategie, um ruhig zu schlafen, wenn man zum Beispiel 2 bis 8 Wohnungen für die eigene Altersvorsorge und Absicherung der Familie kaufen will. Wie kann man nun reagieren? Ich habe eine Mitarbeiterin und einen unserer Geschäftspartner gefragt, wie sie das persönlich erlebt haben. Schaut selbst.
Frau Schrade, Sie haben selbst für sich privat eine Wohnung in einem der Objekte der AMS-Firmengruppe gekauft, die erste für Sie. Wie sah die Wohnung bei Ihrer Innenbesichtigung aus? Ich kam in die Wohnung rein, alles war sehr beengt, denn da lebten schließlich 4 Personen, das heißt 2 Erwachsene mit 2 Kindern in einer sehr mittelgroßen Dreizimmerwohnung. Alles stand herum, die Pfandflaschen guckten unter der Couch hervor, das Mittagessen vom gestrigen Tag stand noch in der Küche, auf dem Tisch, überall. Also es war schon sehr chaotisch. Und wenn Sie das schon sagen, Sie sehen ja im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei uns wirklich viele Wohnungen, dann muss das dementsprechend schlimm gewesen sein. Wie war Ihre erste spontane Reaktion? Zunächst war ich natürlich sehr verunsichert, denn so wie man so eine Wohnung wirklich kaufen soll. Letztendlich geht man ja immer davon aus, dass wenn sich jemand zu einer Besichtigung ankündigt, dass die Wohnung dann auch entsprechend aufgeräumt wird. Dass das bei einer Familie immer ein bisschen chaotisch ist, ist ja nicht das Problem. Aber das war so chaotisch, dass ich wirklich sehr verunsichert war und auch überlegte, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, diese Wohnung so zu kaufen. Ich kannte auch schon ein paar andere Wohnungen in der Anlage und hatte dementsprechend natürlich auch Vorstellungen und entsprechende Erwartungen, was mich dort erwarten wird. Das war dann allerdings ganz anders. Und jetzt interessiert uns natürlich noch, haben Sie dann tatsächlich gekauft und wenn ja, was hat Ihnen geholfen und Sie überzeugt? Preislich war natürlich nicht zu verhandeln. Ich wusste, dass es für die Wohnung auch definitiv andere Käufer geben würde von der AMS-Firmengruppe. Ich habe dann Herrn Quos ein bisschen um Rat gebeten, denn der ist ja immer dabei und kennt die ganzen Wohnungen und hatte auch jahrelange Erfahrung. Und er konnte mich ein wenig beruhigen, denn mit einer Grundreinigung, einem neuen Anstrich und vielleicht auch neuen Bodenbelegen würde die Wohnung natürlich ganz anders aussehen. Wenn man in die Wohnung reinkommt und dann so etwas sieht, dann denkt man natürlich nicht ganz so rational, sondern lässt sich natürlich von diesem ganzen Chaos erstmal ein bisschen beeindrucken. Ich habe dann aber gekauft und tatsächlich, Herr Groß hatte auch recht behalten, die Wohnung war zu klein für die Mieter, sodass die kurze Zeit später ausgezogen sind und sich eine 4-Zimmer-Wohnung gesucht haben, sodass wir dann einmal renovieren konnten. Eine Reinigung wurde durchgeführt und das Beste daran, wir hatten sogar einen Nachmieter gefunden, der das alles selbst gemacht hat, sodass wir hier auch nicht so einen langen Zeitraum hatten, in der Zeit, wo dann nichts passiert ist. Herzlichen Dank, Frau Schrade, nochmal für die Eindrücke. Ich denke, die geschilderten Erfahrungen helfen vielen weiter. Ich habe auch Peter Schnüttgen, Honorarberater und Kooperationspartner bei uns hier im Bereich Finanzierungen, gebeten, seine letzte Erfahrung zu schildern. Er hat nämlich die Betreuung eines Kaufinteressenten für uns übernommen. Da ging es vor allem um die Finanzierung, da musste einiges vorbereitet werden. Aber er hat dann auch für den Mandanten und in dessen Auftrag die Besichtigung der Wohnung vorgenommen, die wir als Verkäufer auch noch nicht gesehen hatten, weil der Mieter sehr unzuverlässig bei der Einhaltung von Terminen ist. Und der Mandant war beruflich so eingespannt, dass er nicht persönlich vor Ort sein konnte, sondern nur online verbunden war. Herr Schnüttgen, ich kann mich erinnern, dass Sie uns im Büro nach der Besichtigung vom Zustand der Wohnung berichtet haben. Was genau haben Sie vorgefunden? Der erste Eindruck noch vom Treppenhaus aus war, besser die Luft anhalten. Das, was man vom Dielenteppich sehen konnte, unter Krümeln und Staub wälte sich alles und es schien alles ziemlich düster zu sein. Innen bestätigte sich dann leider dieser Eindruck. In meinen ganzen 20 Jahren mit Kunden und Mandanten habe ich noch nie eine so schmutzige Wohnung gesehen. Man versucht dann möglichst wenig zu berühren und auch ein angebotenes Glas Wasser lehnt man dankend ab. Ich hatte ja dann vorgeschlagen, dass wir die Wohnung dann besser nicht verkaufen, sondern erstmal im Bestand behalten und dem Kunden eine andere anbieten. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, ich habe dann dagegen argumentiert. Bisher hatte ich ja nur vom Reinigungszustand gesprochen und nicht von der Bausubstanz. Den Schmutz kann man ja relativ schnell beseitigen. Wichtiger ist dieser Blick durch den Schmutz hindurch. Und in diesem Fall war die Bausubstanz tatsächlich komplett in Ordnung. Schöne alte Fliesen, ohne Bohrlöcher, ohne Risse. Man würde es heute als Retro-Look bezeichnen und manch einer schätzt das ja auch sehr. Ein komplett in Ordnung, intakter PVC-Boden, Massivholztüren, nirgends Schimmel. Und außerdem sprach für das Objekt ja auch die Lage und auch weitere Daten und Fakten. Wie ist die Entscheidung letztlich ausgefallen und was hat geholfen? Ja, ich konnte dem Mandanten glücklicherweise helfen, diese Röntgenbrille aufzusetzen. Und die anfänglich negativen Emotionen, die auch bei mir aufgekommen sind, einzuordnen und zu relativieren. Letztlich ist ganz unabhängig vom Reinigungszustand eines Fakt, die Wohnung ist von der Bausubstanz in Ordnung und wird auch weiterhin ihre Miete erzielen und sogar bei einer Neuvermietung im aktuellen Zustand eine höhere Miete erzielen können. Das, was oberflächlich störend ist, also die Unordnung und der Schmutz,
die lassen sich relativ schnell und einfach beseitigen. Vielen Dank, Herr Schlütgen, auch für diese Schilderung, diese Eindrücke. Da alle Mitarbeiter bei der AMS-Firmengruppe auch privat selbst Investoren sind, darauf sind wir auch ein bisschen stolz, versetzen wir uns automatisch auch bei Verkäufen immer in die Lage unserer Kunden und argumentieren wie Käufer. Schon beim Ankauf der Objekte ist das so. Interessant bei beiden Äußerungen ist, dass den Käufern jeweils das Gespräch mit einem anderen erfahrenen Investor bzw. Berater geholfen hat, die rational richtige Entscheidung zu fällen. Ich selbst halte es bei manchen Ankäufen für die Firmengruppe auch so und bespreche Objekte dann im Zweifelsfall mit meinem Geschäftspartner Alexander Quos und mit Dr. Seitz, unserem Geschäftsführer in Berlin. Im Austausch mit anderen wird vieles klarer, die Emotion kommt ein bisschen raus und der Gesprächspartner sorgt für neue Aspekte und Sichtweisen. Die eigentliche Entscheidung musst du natürlich als Investorin letztlich immer selbst treffen und die muss nicht immer pro Kauf ausfallen. Bei unseren Ankäufen für die AMS-Firmengruppe war meist das Gegenteil der Fall. Es kam oft ein Nein heraus. Aber in jedem Fall hilft der Austausch, die Kommunikation mit erfahrenen Immobilieninvestoren und auch mit guten, vertrauenswürdigen Beratern. Berater haben natürlich auch eigene Interessen, keine Frage, aber die Sichtweise und Argumente sollten trotzdem erwogen werden. Wir als AMS-Gruppe haben zum Beispiel immer das Hauptinteresse, dass unsere Mandanten langfristig, viele Mandanten sind ja schon 15 Jahre oder länger bei uns, mit uns zusammenarbeiten. Und zwar und ist dann wirklich egal, ob sie nun gerade diese angebotene Wohnung oder eine andere von uns kaufen. Hauptsache von uns. Und Hauptsache, sie werden zufriedene Mandanten der AMS-Firmengruppe. Es bringt übrigens nichts oder oft den gegenteiligen Effekt, wenn du dich mit Familie, Freunden oder Bekannten berätst, die selbst keine vermieteten Wohnungen haben und davon auch generell eher abraten. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass diese Gespräche dann eher das Gegenteil bewirken. Was sind nun weitere Learnings und Tipps? Du solltest nach so einer Erfahrung mindestens eine Nacht darüber schlafen, das heißt ein bisschen Zeit verstreichen lassen und nochmal in Ruhe alle Fakten betrachten. Wie siehst du die Lage vor Ort, nachdem du dort warst? Welchen Eindruck hast du? Was haben die MieterInnen dir zur Wohnqualität erzählt? Oft erfährst du ja eine Menge, wenn du geschickt nachfragst. Sind deine Erwartungen aus der Vorprüfung erfüllt worden? Folgende weitere Fragestellungen können hilfreich sein. Haben die MieterInnen, die du im Rahmen der Besichtigung kennengelernt hast, einen vernünftigen Eindruck gemacht? Kannst du mit ihnen vernünftig kommunizieren? Haben sie oder zumindest eine Kontaktperson, bei Älteren sind das oft die Kinder, Telefon oder Mailadresse oder beides, die auch abgerufen werden? Es hört sich jetzt komisch an, ist aber nicht selbstverständlich. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Mieten pünktlich kommen. Das kannst du dir ja nachweisen lassen vom Verkäufer. Ich will das jetzt hier nicht zu lang machen, sonst wird das Video zu lang. Aber das sind natürlich ganz normale Dinge, die zur Prüfung dazugehören. Meist ergibt sich im Gespräch auch ein Eindruck, wie lange das Mietverhältnis noch bestehen könnte oder ob die Chance besteht, dass es bald aufgelöst wird. Du weißt, wie alt der oder die Mietende ungefähr ist und mit guter Gesprächsführung findest du heraus, ob der Mieter zeitnah plant, eventuell seine Wohnung zu wechseln. Dann stellt sich die nächste sehr wichtige Frage, die ja eben auch im Beitrag schon angeklungen ist. Ist die Wohnung im aktuellen Zustand mit ein paar kosmetischen Eingriffen, Reinigung, eventuell ein bisschen Farbe und so weiter, wieder zum aktuellen Preis zu vermieten? Bei unseren Objekten ist das zum Beispiel immer so. Die weitere Frage ist, kannst du vielleicht sogar trotz der chaotischen Wohnung eine Mieterhöhung anhand der ortsüblichen Vergleichsmiete vornehmen? Passt der aktuelle Kaufpreis zum Standort, zur Lage und zur aktuellen Miete? Sind Wohnungen in der Gegend, die top gepflegt sind, entsprechend teurer? Meist wird das so sein, sonst hättest du die Wohnung nicht in die engere Auswahl gezogen und besichtigt, sonst wäre dir die Wohnung nicht aufgefallen, denn du hast ja die günstigen Daten letztlich gesehen. Wie ist der Zustand des Gesamtobjekts, den du vor Ort vorgefunden hast? Welchen Eindruck machen die übrigen Bewohner und der Zustand des Gesamthauses? Interessant ist auch über die zukünftige Perspektive. Was würde es kosten, diese Wohnung richtig kernzusanieren? Welche Miete würde dann erzielbar sein? Das heißt, rechnet sich das? Und welchen Kaufpreis bei Verkauf an Selbstnutzer würde man erzielen können? Wir haben zum Thema Wertsteigerung durch Sanierung vor längerer Zeit mal zwei Videos gemacht. Die heißen plus 85% Wertsteigerung durch gezielte Sanierung. Die verlinken wir auch im Abspann. Wenn du dich also nach der Besichtigung in dieser Weise nochmal mit den Fakten beschäftigst, passiert das, was auch in den Beiträgen eben gesagt wurde. Der emotionale Eindruck, der vor Ort gewonnen wurde, verblasst etwas und die Fakten rücken wieder in den Vordergrund. Es kann sein, dass nach Betrachtung der Fakten ein Nein herauskommt, weil deine Kalkulation vorher schon ganz knapp war.
Das habe ich oft erlebt und gerade aktuell kommt das relativ häufig vor. Du vielleicht unbedingt Mieterhöhungen durchführen musst, damit das irgendwie kalkulatorisch funktioniert und du nun anhand der Besichtigung gemerkt hast, du kommst mit der Ausstattung einfach nicht auf die entsprechende ortsübliche Vergleichsmiete. Oder du merkst, dass es einfach zu mühselig wird, mit dieser Mieterin klarzukommen. Das wird dich zu viel Zeit und Nerven kosten und lohnt sich am Ende nicht. Oder es lohnt sich nur unter anderen Bedingungen. Dann kannst du versuchen, nochmal in die Verhandlung zu gehen. Mache dir aber vorher ein realistisches Bild, wie gut deine Verhandlungsposition ist und wie stark das Objekt in der Lage nachgefragt sein könnte. Genau wie du könnten auch andere vom Zustand abgeschreckt sein. Bei Einzelwohnungen hast du es meist mit Privatleuten zu tun, die lassen sich eher abschrecken. Bei größeren Mehrfamilienhäusern oder Wohnungspaketen sind auch Profis dabei, die sich von solchen Zuständen nicht so leicht abschrecken lassen. Noch ein Tipp nebenbei. Wenn so ein Investment dann für dich nicht passt, überleg doch mal, wen du kennst, für wen das passen könnte. So kannst du eventuell noch eine Tippgeberprovision bekommen, wenn du das Angebot und deine bereits vorhandenen Ergebnisse der Objektprüfung weitergibst. Wir als AMS-Firmengruppe sind natürlich auch immer dankbar für solche Tipps und zahlen Tippgeberprovision. Mail- und Kontaktformular findest du in der Beschreibung. Also melde dich gern, wenn du solche Angebote weitergeben möchtest an uns. Häufig, wie in den hier geschilderten Fällen, kommst du dann häufig doch zu der Ansicht, dass sich ein Investment lohnt. Gerade wenn der schlechte Eindruck eben nur durch fehlende Sauberkeit und Pflege, durch Unordnung und unpassende Möblierung hervorgerufen wird. Die Gefahr ist sehr groß, sich durch optischen Eindruck und Emotionen von einem eigentlich passenden Kauf abhalten zu lassen, weil man als Investor selbst andere Wohnverhältnisse schätzt. Ich hoffe, dieses Video konnte und wird dir in Zukunft helfen, rational zu entscheiden und ich freue mich über ein Like von dir, wenn dir der Beitrag gefallen hat. Wenn du weitere Tipps und Einblicke aus unserer Praxis bekommen möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Und natürlich darf auch in diesem Video die herzliche Einladung nicht fehlen, diesen Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn ohne Glöckchen fehlt die bequeme automatische Benachrichtigung, wenn wir neue Videos hochladen. Völlig kostenfrei und unverbindlich für dich. Im Abspann haben wir dir die zwei eben genannten Videos verlinkt, sodass du nicht lange suchen musst. Erstens unser zu Anfang erwähntes Video, so findest du das perfekte Objekt, Objektsuche und Objektprüfung für Profis mit Ideen, wie du Immobilien schnell und effektiv prüfst. Und zweitens unsere Playlist mit den zwei Videos 85% Wertsteigerung durch gezielte Sanierung. Im ersten Video zeigen wir die sanierte Wohnung, im zweiten alle Zahlen, schön aufbereitet. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören, für dein Interesse, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Kleischewski.